und das Flugzeug fängt an, Sturzflug zu machen, hast du dieses Ding dabei. Na komm, lass es lieber sein. Weil der hat sowas auf dem Handy, so von so, einer, von so einem Flugzeug, was abstürzt. Ja? So, das ist das. Nur ich habe das nicht so gerne gehört, weil das eigentlich, man sollte sich darüber nicht lustig machen. Aber glaub es mir. Willst du das, soll man das laufen lassen? Ja, hier, mach mal. Nee, ich hatte das eigentlich gar nicht geplant, das laufen zu lassen. Aber stell dir mal vor, jemand ist in einem Flugzeug und möge Allah uns davor bewahren und du weißt, das Flugzeug stürzt ab. Das Ding ist am Brennen, zum Beispiel. Glaub mir eins, da gibt es keinen Atheisten mehr auf dem Flugzeug. Da ist jeder und sagen, oh Gott, wenn es dich gibt, dann helfe uns. Lass uns doch mal an dieser Sache vorbeigehen. Das heißt, einen richtigen Atheisten gibt es nicht. Jeder ist im Zweifel, ob es einen Gott gibt. Oder meint ihr, da wird irgendjemand, der vorgesagt hat, es gibt keinen Gott, sobald das Flugzeug am Abschluss ist, wird er so sitzen, ja okay, jetzt ist es nun mal so, ja warte, ich mache jetzt noch schnell einen Abschiedsbrief. Ja, Schatz, das Flugzeug stürzt ab. Ne? Ja, ich gebe dir noch ein Küsschen, Nacht. Ach, das macht keiner. Stehst du, wenn, es wird jeder wissen, das ist, weil jeder in seinem Herzen weiß, dass es einen Gott gibt. Und wenn es einen Gott gibt, dann hat dieser Gott uns erschaffen mit der Fähigkeit, darüber nachzudenken. Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Und was ist der Sinn deines Lebens? Und dann hat er dir für diesen Zweck, ja, auch eine Antwort, da hat er dir dafür auch eine Antwort gegeben. Und das ist das, was ich jedem ans Herz lege, der richtigen Erfolg haben will. Er soll nach der Wahrheit suchen. Nach der Wahrheit von diesem Leben, wie er wahren Erfolg kriegen kann.